Was denn die Strafe, falls ihr abbrecht? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil, also wir brechen doch nicht ab, oder? Wer bricht denn hier ab? Ich meine, es muss irgendeine Notlösung geben, nehme ich an. Falls so dein Kopf explodiert, du beinahe stirbst oder so. Was machen wir denn für eine Bestrafung? Wie wär's mit dem Klassiker? 12 Stunden Yumi-Stream? Glatze? Ja, Glatze ist doch free. Glatze ist doch super einfach. Bäcker 8 Stunden, Bein ab, Haare färben. Eine Woche lang Yumi Top spielen. Okay, das können wir machen. Also, wenn ich verliere, muss ich eine Woche lang Yumi Top Lane spielen. Und ich spiele einfach nur so ein Game pro Tag. Und die restliche Zeit spiele ich irgendwie so Rocket League oder so. Alle pinke Haare wäre auch lustig, aber wir können doch nicht Vlesk sein Markenzeichen streitig machen. Das ist doch nicht fair. Bitte tauscht mit mir. Bitte gib mir Counter. Oh mein Gott, von sich aus will er tauschen. Ehre. Ehre. Ja, aber einfach die kreativere Bestrafung. Das ist alles bis jetzt, also Glatze ab Haare färben, ist halt einfach die Klassiker, ne? So, wir spielen gegen Sion. Mal gucken, was haben wir dagegen spielen. Haben wir irgendwas Spannendes? Er hat Fiora leider gebannt. Eigentlich brauchen wir einen AP-Champion, ne? AP Mauke kann zwar ausreichen, aber im Optimalfall haben wir mehr. Any Toplane! Any Annies in the chat? Let's get it. Wir sind ein Kaffee-Cutie. Valorant back, 3 back. Ja, das ist sehr hart. Der Valorant-Part macht mir Angst, der Warzone-Part macht mir Angst und der alte 4-Hell-Mode-Part macht mir Angst. Ach, Dead by Daylight macht mir auch noch ein bisschen Angst, aber nur weil ich das Spiel nicht kenne. Kann halt richtig easy oder richtig schwer sein, ich weiß es nicht. Alt F4 Hellmode XD, ja, yep, das kann schon sehr scheiße sein, mal gucken. Welcher Game-Mode in Valorant? Ja, einfach Classic, oder nicht? Ich will jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Deathmatch machen. Annie hat so eine broken Autodeck-Reichweite. Ich weiß, wie viel wir Autodecken dürfen, weil wir immer mit Q lasten können. Dann verpassen wir keine Lastens für den Autodeck-Harass. In den meisten Situationen. 12 von 12 CS, Annie Toplane Gaming. Ach Leute, es wird ein wilder Tag werden. Es wird wahrscheinlich der längste Stream aller Zeiten. Bis jetzt glaube ich längste Stream, den ich hatte, irgendwie 18 Stunden. War das letztes, die letzte Win Challenge? Ausgelegt auf 18 Stunden, meinte Mickey, so 17, 18 Stunden. Ich bin schon 2 Stunden live, es geht erst in einer Stunde los. Ja, wird ein langer Tag. Valorant back to back mit der Wirt mit 15 Stunden. Das kann so gut sein. Wie gut sind Mickey und Sane in Valorant? Freddy kann ich einschätzen, wie gut sind die anderen beiden? Besser, aber nicht gut. Sane ist sehr gut, Mickey. Oh, listen. Eine Q wahrscheinlich flashen. Oder einfach Tipp, was ist denn? Wait, what? Aber wie kann ich das so schlecht spielen? Wie kann ich den Stunner missen und dann nicht mal Tippers richtig zum Bodyblocken gegen die Sync-Q einsetzen, dass ich trotzdem flashen muss? Aber habe ich den Stun auf die Sync gemisst oder was war das? Ich dachte, ich hätte ihn gestunt. Warum wird eigentlich so viel Sion gespielt? Wegen der Botlane-zentrierten Meta. Wir sehen sehr viel Botlane-Poke, sehr viel Botlane-Ganks und einfach, ja, sehr, 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 sehr viel Pressure auf Botside. Zahn ist ein extrem safer Lane auf Top, der gegen alle Champions Finest, dem einfach Talent zurückultet, kann er quasi nie einen Farm behind fallen. Selbst wenn er stirbt, kann er sich wieder, ne, die Wave einverleiben mit seiner Ult. Von daher, Sion ist einfach gut, auch daran Frontline zu spielen für ADCs. Gerade Competitive haben wir einen extrem AD-Carry-zentrierten Meta. Seit vielen, vielen Wochen. Weil halt quasi Top-Lane nicht so wichtig ist zu ganken und zu snowboard oder sowas, dann ist es am wichtigsten für deinen AD-Carry-Frontline spielen zu können und das können halt Tanks einfach sehr gut machen. Wir haben viele Matchups gesehen, so Kaisante gegen Sion in Competitive. Will nicht. Der holt jetzt, okay. War. Okay. Du pisst was? Like, why the fuck didn't we do this like 10 hours earlier? Und dann haben wir gewartet, dass viele Leute da sind, bevor wir einen Fight nehmen. Damit ist alle ein HP. Holy fucking shit. Aber wir kriegen immer einen. Gut. 1 für 2. Oh, 1. 2 für 2 wäre super. Nice. 2 für 2 ist klasse. Sehr gut, sehr gut. Das ist ja so gut für uns jetzt. Wir kriegen Herald. Wir kriegen die Top-Wave gesammelt. Wir kriegen 4 Kills für 2. Und wir kriegen noch so viele Plays Botlane, weil Kai, der Typ ja viel länger Botlane war, der Pike als Jenna. Wir sind einfach geil für uns. Perfekt. Warum ist der jetzt? Okay. Ja, der würde die Top-Wave einfach farmen. Er hat doch. Warum hat er die Top-Wave gefarmt, Leon? Das war jetzt sehr in von ihm. Jungler wieder mehr Hass auf Top-Laner als die vergangenen Patches. Was an den XP-Changes liegt, aber. Wenn die Sinn jetzt wirklich im Busch drin steht, dann nimmt einfach Drake. Das ist der beste Drake im Game. Take it. Go take it. Lee Sin will mich. Aber ich will nicht, dass er mich will. Bin ich hier getaucht oder was? Warum ist Tibas so unglaublich auf Count auf die falsche Richtung? Tibbers, bitte auch auf ihn! Ah, ich muss besser Tibbers spielen. 1-2-1 ist fein, aber ich muss Tibbers besser spielen. Recastet man das doch mit Alter? Recastet man das mit R mittlerweile? Naja, wir kriegen Drake und 1-2-1. It's okay. Der Lee Sin hat wirklich eine große Abneigung auf mich.
Pure, Melee, Pure. Aber einfach Timbers in die Fresse, einfach für Damage. Nicht, weil ich ihn killen will, aber weil ich Damage machen will. Drylass danach und der Typ ist einfach permanent geslowt und permanent hat einen Bären in seinem Face. This could be bad. So viel mehr Damage als vorher. Wie anders ist Audi Sinus hier? Was zum Fick ist das für eine Reichweite dann noch? Das trifft Willy? Warte mal, so viele Qs gesalzen von Sion, aber leider nicht die letzte Descent Q. Sucks. Ich will aber nicht so viel Mana mit dieser Art Bild. Keine Trainer. Mana Flow. Und Leandris für Mana Sustain. Was aber eigentlich auch ausreicht. Weil ich kann Top-E nicht defenden, wenn die Wave so gestackt ist und wir alle Bots halt gehen. Ich bin von Descent getaucht. So awkward, weil die Gegner spawnen halt Harry Toplane, wir machen eine Botlane Play. Und die Gegner machen Harry Top und resetten danach und gehen uns beantworten. Und wir recallen nicht und sterben. Obwohl wir natürlich eigentlich wissen sollten, was passiert, weil, ja, sie sind halt fertig mit ihrem Play, also gehen sie unseren beantworten. Und wenn wir noch da sind, noch kein Gold eingecashed haben, so wie sie, dann sind wir unterlegen. Weil auch wenn Andy halt niemals da sein wird. Und noch Toplane. Nur Damage gegen den Bro. Oh, Leute, der wird richtig rough. Du bist halt sehr stark. Wir sagen es, warum sich auf der Wave Botlane zeigt, die dann einfach nashen könnten. Die haben already einen Soul. War knapp, Tibbers. Tibbers ist so viel, kann das sein? Mach doch. Ist direkt gestunt, Bro. Tibbers ist so viel. Ganze Fight hat er einfach nicht Sinn markiert. Mein Bär. Mein Löwe, mein Bär, mein Tilbärs. Oh shit, der executed den. Oh man, ich hab ihn gelastet mit W, sehr gut. Weil sein E executed, ja, wenn es zu low ist, aber ich hab gut getimed. Nice, war fett an mich. There he goes. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Get him, Tibbers! Ist schon cool. Ist am besten noch Landing Phase auf ihr spielt, vielleicht andere Runen gegen einen Tank-Matchup wie Sion. Das finde ich sehr okay. Jetzt habe ich gleich Bolster fertig. Ich bin sehr gut dabei. Oh, warum nehme ich Damage? Weil Silvers eh ausgelöst hat. Oder wie? Oh, ich bin tot. Danke, danke. Danke, Jo. Okay. Oh, scheiße. Alrighty. Wenn eine Minute wieder flasht, dann wird auch die Backline wieder raufgeflasht. Und dann lasse ich einfach Silvers die Arbeit vorrichten. Ich bin jetzt sehr, sehr, sehr stark. Weil sie mit einem Bild ist ja darauf ausgelegt, dass Tibbers Leandris und Rylas auslöst, einfach Leute nervt. Er ist so tanky. Der aktuell 2400 Leben, 73 Armor, 73 MR und 113 physischen Schaden, den er noch zufügt, nebenbei. Ach, geil. Der Baum wird gecatcht, aber der kann rausholen. Jetzt kommt hier gleich der Bär, Leute. Der Bär wird zurückgezogen. Ich kann den Bär nicht rausziehen aus der Rayon Soli, der kann nicht laufen. Der ist Hardstuck, ist ja Hardcounter. Soll ich den Bär weiter die Fresse laufen lassen, aber das ging nicht. Schon wieder wird der Bär Hardstuck von Aurelion Soul. Was für eine Scheiße, sein E ist ja so viel gegen mich. Was kann sich lösen aus der Kacke. Das ist der Kodion. Das ist ein Banger. Du bist in 10 Sekunden wieder ready, ich kann wie konzipieren, aber ich würde am liebsten noch eine Top-Wave farmen und dann Bolster farmen für den Ash-Fight. Das wäre das Beste, was mir passieren kann. Das ist viel nicer als letzte Runde. Letzte Runde wurden wir viel gegankt und wir haben alle Drakes verloren. Diese Runde wurden wir das öfter gegankt und haben Drakes bekommen. Perfekt. Gleich ein Down-Tipp, was? Der Tipp war slow von Rylas, der kann nicht wegrennen. Der kann nur wegjumpen. Das Geile ist auch, damit rechnen viele Leute da nicht, ne? Wieder, damit habe ich nicht gerechnet. Aua, das ist ein Stern, der gefallen ist. Wir haben die Konzipien und reinzulassen.
Neuer Tibas. Ohne Bord der Hype Train. Ich stehe was aus der Reichweite, sende, damit er hier spawnt. Nice. Der Mana Mates. Hilfe! Nice. Sehr, sehr nice. Sie ist zwar nicht so safe in Laning Phase, weil sie nicht mobil ist, natürlich. Viele der Mages, die Top Lane gespielt wurden, haben entweder Mobilität oder irgendeine Art Mobility im Sinne von Shield plus Movement Speed, was eigentlich Annie hat. Annie hat Shield und Movement Speed und sehr viel Reichweite. Eigentlich ist Annie recht safe, oder? Jo, nice. Viel entspannteres Game als letzte Runde. Hier war es einfach cool, gegankt zu werden, weil es worth war für die allgemeine Lobby. Wir haben auch ab und zu 1 für 1 getradet. Danke für den Tilt-Proof-Honor. Und gegankt, aber es war nicht das Ende der Welt. Okay, GG.